So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Kapitel 10 von Dead Space Remake aus dem Jahr 2023. So, wir sind auf dem Weg in den, ich nenne ihn mal den VIP-Bereich, also wo die ganzen Ornithologen rumhängen, ne? Also quasi. Man hat. So, ich bin hier schon richtig, oder? Ja, ja. Erreiche das VIP-Shuttle. Eklig und schleimig hier. Wir haben uns eigentlich ganz gut durchgeballert. Mal gucken, wie viele Gegner jetzt hier noch kommen. Pausenraum. Ah ja, den kennt er, ne? Da. So. Ein. Dann nehmen wir den Aufzug wieder nach oben. In Etage 1. Exakt, bisher. Relativ ruhig. Uns noch nichts entgegengekommen in irgendeiner Form. So. Schauen wir mal. We are fully loaded, wie ihr seht. Das auch nochmal. Jawohl, schön durchladen, den Spaß. So. Dann werden wir mal ein paar Rounds los. So, das machen wir jetzt hier gerade durch, ne? Jawohl, ja. I remember. Aber Leute, ich weiß, ihr müsst euch das jetzt anschauen. Es tut mir schrecklich leid. Ich habe irgendwie Bock auf einen neuen Zug oder auf einen anderen Anzug. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen mal den Hirsch. Den Hirsch. Warte mal, ich gebe euch das Feeling, dass ihr euch mal so ohne mich reinziehen könnt. Ist er, unser Kollege mit einem etwas ekligeren. Ansonsten, Leute, machen wir hier eine große Platz. So. Natürlich, uns fehlen noch insgesamt 3 Marker. Gar nichts, man kennt's. Da. Hier hinten findet ihr noch einen Rig. Ich habe jetzt dafür keinen Guide gemacht, deswegen. Unser eigentlicher Weg ist dahinter. Wir gehen jetzt aber mal hierher. Oh, Alter, wo kommt der her? Hab ich nicht mal gesehen. Schon mal dieses harte Typ lebt auch noch. Alright. Weil Leute, der hat mich komplett nicht gesehen, Kollegen. Ich hier. Ah, den Stiefel wollte jetzt nicht so. Ja, das Ding. Hingehen. Boah. Den looten. Hier. Strahlenmunition. Das gab's hier nichts. So, für alle, die eine Werkbank brauchen, hier wäre einer. Ne? Ansonsten. Schier. Also, wie ihr seht, gibt es gut Munition. Heißt so viel, wir werden jetzt auch gleich wieder ein bisschen mehr Action haben. Isaac, ich verliere dich. Irgendwas auf dem Besatzungsdeck stört wohl das Signal. Ich weiß, was dieses Etwas ist. Mhm. Wenn der Marker aktiv ist. Scheiße. Das Besatzungsdeck ist abgeriegelt, aber die Deckleitung hat vielleicht einen Schlüssel. Letzter Aufenthaltsort war der Sportbereich. Wie lange dauert es, den Singularitätskern im Shuttle zu installieren? Nicht lange, wenn mich niemand aufhält. Hau rein, wir dürfen Ihnen den Marker nicht überlassen. Alright. Auch wenn wir jetzt gerade die Monorail freigemacht haben, müssen wir da nicht lang. Jetzt nicht herunter. So, servus miteinander. Ging richtig die Party ab. Wie ihr seht, ey, wir werden hier wieder. Also, hier brauchen wir eine Schlüsselkarte. Das ist schon mal für euch zur Info. Hier bewegt sich was, war aber nur der Tisch.
Das hier zählt nicht als Marker, ne? Nur just FYI für euch, Leute. So. Ja, sieht gut aus. Weiter. Hallo? Zero G Basketball. Oder Basketball. So, hier. X-Block. Also Leute, ihr könnt hier so Basketball spielen. Ich spiele eine Runde für euch, damit ihr es mal gesehen habt. Und ansonsten, Leute, ne? Ich habe mir da richtig einen abgequält, um einen Trophy zu kriegen. Für alle Dinge. Das erste, was wir mal machen, ist. Hier gibt es Viecher. So, wie kann ich euch sagen? Da oben ist das erste. Aim ist auf jeden Fall wieder am Start. Durch. Wo schießt noch was auf uns? Ah ja. Eins. Also drei Viecher gibt's da. Robesto. Gerade irgendwie links von uns, ich habe keine Ahnung. Entschuldigung, da. Aber als erstes brauchen wir erstmal die Batterie. Und hier irgendwie hier. Schauen wir mal, ob wir unten wieder auf den Boden kommen. Alright. Das Ding drin, jawohl. So, ich zeige euch, wie gesagt, einmal, bitte verurteilt mich jetzt nicht, ich hab's jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Also, ihr müsst eigentlich nur mit Stase dann da reinschießen. Oh, richtig gepennt, man kennt. Es wird dann halt schwerer, ne? Also, das Ding war gar nicht so einfach, da genug Punkte für die Silver Trophy zu kriegen. Alter! Müsst ihr schauen, dass ihr es meistens leuchtet. Ah, ich hätte es ins Grüne reinhalten, schallern müssen. Jetzt müssen wir es ins Rote. Das sind keine Punkte, außer ihr seid so dran wie ich. Jetzt, wenn er zweimal daneben schmeißt. Kommen wir auf 50. Mehr war nicht drin, Leute. Also, ich glaube, ihr müsst Level 6 schaffen oder so. Ich weiß gar nicht, ob ihr Level 4 geschafft. Aber ihr habt es gesehen. Ihr kriegt dann auch entsprechend Belohnungen. Ne? Also hier zwei Springs habe ich verkackt. Mir aber auch blöd anstellen. Muss man mal Real Talk sagen. Ne? Aber.
immerhin ein bisschen was. Ihr habt gesehen, wie das Spielprinzip ist. Ich glaube, ihr müsst alle Level schaffen, kriegt ihr eine Silbertrophäe, zumindest auf der PlayStation. Von dem her ist das Thema durch. So, weiter geht's. Hier sieht's weiterhin wunderschön aus. Da ist die Karte, die wir gebraucht haben. Also die Eintrittskarte, was so viel heißt wie Go back! Go back, dude! Was geht hier ab? Oh fuck! Ich hab's nicht gerafft, Leute. Schau mal, wie leise der Junge war, ne? Richtig jeden Tag. Freigabe bestätigt. Freigabe bestätigt. Also ihr seht, die haben sich alle hier ziemlich ausgenockt. Der Typ hat sie mal so richtig ausgekotzt. Sorry, ich brauche gerade mal ein bisschen Orientierung. Gefühlt jeder Gang gleich auf. Hallo? Nee, 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 nee. Das lässt der Glamour bleiben. Hört doch noch einen. Das mal unterlassen, Junge. Was ist das? Here comes the money. Okay, wir haben uns die das gerade geholt. Wir müssen in den 1. Boom. Geh mal durch den Marsch. So. Tja, Mr. Temple. Wie es scheint, sind Sie jetzt nicht mehr von Nutzen. Ich lebe noch, Mr. Clark. Und dank dieses undankbaren Menschen wird mir die Konvergenz immer noch verweigert. Marshall, warten Sie. Hey, ich will es verstehen. Was ist Konvergenz? Das wissen Sie doch. Tot oder lebendig? Wir alle spüren die wahre Bestimmung des Markers. Wollen Sie nicht die wiedersehen, die Sie verloren haben? Ich... Ja? Dann helfen Sie mir doch. Mr. Temple hat sich geweigert. Aber wir sind so nah dran. Alles, was auf der Ishimura passiert ist, ist erst der Anfang. Wenn Sie es so ausdrücken, können Sie und Ihr Marker sich zum Teufel scheren. Falsche Antwort. Nein! Scheiße, verdammt! Ein langsamer Tod in der Stase. Oh yeah, unser Freund. Also geht da mal hier rein. Tut ihr den Shit hier down. Könnt ihr auch schon weitergehen? Servus, Alter. Hat sich dann relativ schnell erledigt. Also der kommt schon nochmal, ne? Aber. Ich glaube, auch in diesem Kapitel knocken wir den Kollegen endlich komplett aus. Was ja nicht so schlecht ist. Jetzt ein bisschen Ruhe. Entkomme dem Jäger. Alles wird wieder genau wie vorher.
So, let's see. Bisschen, haben wir für Shit noch? Alter, die hat sich richtig zusammengezogen hier. Ja, euch allen tut alles leid. Und ich darf jetzt den Scheiß aufräumen, Alter. So. Mit euch. Alter, war klar. Hier, ciao. Hallo. Auf den trefft ihr später nochmal. Hier. Nochmal, oder? Mit dem Weg zu. Der Bastard hat mir jetzt gar keinen Spaß mehr. Kannst du mal verkokeln, Junge? Okay. Aggressionen sind bewältigt. Alter, wie viel Munition ich für das Ding habe. Das ist geil. Ist hier nur eine Attrappe oder was? Ah ja. Ich will mich verarschen. Egal. Alle Kollegen haben noch ein paar Blödsinn Loot übrig gelassen für uns. Da auf der Knoten, wenn ihr noch welche braucht. Freunde, seid unbesorgt, ob der Baute des Ketzers kann. Das kam eine Präsentation, jetzt lass mich die halt angucken, Junge. Ist nah. Macht keine Angst vor der Transformation oder der Erscheinung der Heilung. Patient? Heiße Klappe. Symptome? Manie. Wahr. Gewalttätigkeit. Was war der Auslöser, Mr. Clark? Dass ich hier so einen Müll aufräumen muss, das war der Auslöser, Alter. Was soll das hier? Richtiger Allmann. Bist du jetzt fertig, oder? Ich will zum Thema Aggression. So, ein Müll auf mir hier aufgeräumt. Shit, auf. Ah, ja. Toxische Gefahr registriert. Also, Sauerstoff sieht gerade nicht so gut aus, aber gar kein Thema, oder? Müssen nicht hier nur ein bisschen Viecher killen. Ein ekelhaftes Geräusch, Alter. Okay. Voll, der Typ ist schon mal tot. Gibt's ja hier aus. So, irgendwo könnt ihr hier das Ding wegballern. Ah ja. I remember this. Hört euch vorher an, bevor ihr den Knoten hier wegballert, weil ihr kennt es vielleicht, ihr wisst es vielleicht. Toxische Gefahr beseitigt.
Gott, da bin ich hergekommen. Oh, hallo. Oh, hallo. Disappointing. Wie ihr seht, wir können es hier ausprobieren. So. Hat man von dem Typ aber auch nicht mehr. Ich war doch richtig, okay. Wie lang? Sam! Battery. Gucken wir mal, wo das Ding ist, weißt du? Wildhaus, was hier jetzt passiert. Der eine rum, oder? Ah, ich gehe mal davon aus, dass ich bei meinem Kollegen hier einen drin befindet. Servus, ich hab den mal kurz ertragen, Alter. Toxische Gefahr registriert. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Jetzt habe ich das so oft durchgespielt. Und hab's immer noch nicht. Zerstöre die Ranke im Luxusquartier. Ich dachte, ich hätte das getan, aber hey. I'm sorry, Leute. Aber es ist auch echt verwirrend, sein Urgroßvater, das darf ich euch sagen. Die Scheißnadel im Heuhaufen. Keine Ahnung, wo diese Batterie sein soll. Ja, Leute, ich habe das schon 100 Mal gespielt. Ich check jetzt nicht, wo das Ding ist. Also in den beiden Dingern ist es, muss ja hier drin sein. Muss ja hier drin sein. Der Kollege drin ist. Keine Ahnung, was der Käse soll. Vielleicht hier irgendwo? Ah, ja, da. I'm sorry. Was die mal mit dem Scheiß? Toxische Gefahr beseitigt. Da.
Fertig mit dumm anstellen, Freunde. Go. Wieder im Speisesaal, aber wieder oben, ne? Jetzt Ende ja. Get it, man. Seite entlang. Schneller durchlaufen. Das ist eh die andere Zeit. Zack. Okay. Bin wieder da, wo uns der andere aufklauert hat. Yourself, Rudy. Was ist los? Ende der Schatten. Du musst den Singularitätskern installieren. Isaac! Okay. Mach klar. Quarantine time. Jetzt wird auch mal ein bisschen strahlen können, ne? Was kann ich genau hier auftauchen? Hast du schon? Quarantäne aufgehoben. So. Gehen wir als erstes mal hier lang. Ihr hört ihn vielleicht schon wieder, unseren Freund. Jetzt kriegen die Flashbacks. Isaac? Tut mir leid, Spätschicht. Wie geht es dir? Meine Mutter, sie... Meine Mutter. Octavia? Wie geht's ihr denn? Sie ist tot, Nicole. Sie beide. Sie hat Dad getötet, dann sich selbst. Die Kirche... Sie haben die Leichen mitgenommen, bevor... Oh, mein Gott. Oh, Isaac, es tut mir so leid. Diese Scheiße mit euch. Stopp, hör auf. Sag einfach nichts mehr. Du hast gesagt, sie sei wieder sie selbst. Zu Hause würde es ihr besser gehen. Ich habe dir vertraut. Gott. Du hättest sie gleich selbst töten können. Es ging ihr besser. Oha. Du wolltest, dass ich zu Ishimura aufbreche. Du hast mich gedrängt. Weißt du was? Fahr zur Hölle, Isaac. Nicole? Ich hab... Gott, nein. Nicht sie auch noch. Isaac, ich bin's. Ich würde so gerne mit dir reden. Sie wollte reden. Sie ist nicht verloren. Es tut mir leid. Ich bring's in Ordnung. Wirklich? Ich rette uns beide.
Es tut mir alles so leid. Okay, also ziemlich übel, wie ihr gerade gesehen habt. Ich will einen ganz schönen harten Vorwurf machen, muss ich sagen. Weiß man da frustrated, ne? Aber. Logbuch abgerufen. Nimmt das auf? Ich muss das festhalten. Es ist Grausamkeit. Er hat entschlüsselt, wie das Signal des Markers das Gehirn beeinflusst und wie man. Oh mein Gott. Ah, Dr. Brennan. Mal sehen. Terence Kane hat sie reingelassen? Schade, dass er nicht hier ist. Er hat nicht verstanden, dass diese Tragödie auch eine Chance ist, den Tod zu besiegen. Weiter? Diese Kreaturen. Reanimiertes Gewebe, zelluläre Unsterblichkeit. Ich weiß, wir waren nie einer Meinung, aber ich verstehe es jetzt. Es gibt so viele, die ich hätte retten sollen. Also kamen sie zu mir. Weil sie gelernt haben, mit dem Marker zu kommunizieren. Ich bin so nah dran. Ich dachte, er enthüllt die Geheimnisse, die ich brauche. Sie sind eine Frau der Wissenschaft. Nicht des Glaubens. Überlassen Sie mir den Marker. Das sind Ihre Autopsieberichte. Sehr gründlich. Sie brauchen natürlich noch eine Peer Review. Und der arme Terence kann nicht mehr helfen. Ja. Es gibt nur einen Mann, dem ich vertraue. Wirklich sehr gründlich. Und nützlich. Für Mr. Harris' nächste Operation. Oh Mann. Also. Es wurden keine relevanten Rick-Aktivitäten aufgezeichnet. Oh, wissenschaftliche Methode. Also es ist hier eine Nebenquest gewesen. Abgeschlossen noch. Oh, da. So, wieder einfach seinen Killer gemacht hier. Ah, servus. Hallo, alles okay? Hey, Junge, was ist denn eigentlich dein Thema jetzt? Was ist hier so lustig? Also Leute, hier findet ihr einen Marker. Nur für euch zur Info. Ah ne, hier ist der Marker. I'm sorry. Hier, auf diesem Schreibtisch ist der. So sorry. Und da findet ihr den einen Marker in diesem Kapitel. Gibt es aber zwei in dem Kapitel? Egal. Lassen wir dich
halt hier im Scheißhaus liegen. So, auch kein Stress. Richtig schön hier, was auch immer hier passiert ist. Holy shit. Baby. Aber ist Bescheid. Hier auf diesem Schreibtisch findet ihr den Marker. Ganz wichtig, es sieht hier alles sehr, sehr ähnlich aus. I'm sorry. Ich habe zweimal gesagt, da ist der Marker, aber hier ist er wirklich. Also hier auf diesem Schreibtisch, ganz, ganz wichtig, ist der Marker. I'm sorry für die Verwirrung. Die anderen beiden Mal markiere ich euch gar nicht, sondern es ist wirklich hier auf diesem Schreibtisch. Really sorry for that. Mal raus, wenn wir hin müssen. Jawohl. Ein. Jetzt müssten sie andere Sachen aufgetan haben. Jawohl. Hier platzt jetzt. Will ich einen Knoten holen hier? Ne, das ist kein Knoten, das ist einfach nur ein Hut. Aber ist auch ein Medipack. Also kein großes, sondern ein kleines. Leute, ich verkaufe mal schnell ein paar Sachen. I'm so sorry, but I have to. Und mein Inventar voll ist bis oben hin. River Killing, Alter. Er braucht keinen Mensch. Einer Dinger da. Würde das irgendwas bringen? Da geht's zweimal. Auch mehr als genug. Haben wir es erledigt. Sorry für die 40 Sekunden, die ich euch eurer Lebenszeit geklaut habe. Aber wir machen. Alright. Wie gesagt, gibt ja noch einen. Meine Freunde, habt ihr euch das vorgestellt, als ihr euer Leben für die Kirche geopfert habt? Sieht dieses Gemetzel nach Transzendenz aus? Ich weiß nicht, was nach dem Tod kommt. Nicht mehr. Aber ich weiß, dass unser Leben mehr ist als der Treibstoff für die Konvergenz. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir das Böse bekämpfen. Noch nicht zu spät. Bitte! So, hier ist mein Textlog. Auch noch eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr alle 12 Marker gefunden habt, also wir finden uns hier in diesen Quartieren, ne? Sag ich das mal auf der Map kurz. Hier, das ist Besatzungsquartier, Vorstandsquartier. Dann wenn ihr hier reingeht, dann, wenn ihr alle Marker und ihr seht, ich habe alle Marker gefunden, dann platziert es das hier quasi. Dann seht ihr das, jetzt habe ich alle 12 eingesetzt. Würde jetzt bei mir triggern, dass nachher das gute Ende, sage ich schon, das alternative Ende kommt.
Aber ihr habt ja noch nicht alle Marker. Ihr müsst also hier nochmal zurückkommen. Es fehlen uns ja noch zwei laut dieses Guides. Ich wollte es euch nur mal zeigen, wo ihr das Ding findet. Mal ein Textlog. Sammler unter euch. Go in here. Leon? Hier ist die Karte. Also die. Und da können wir. Also wir haben die Karte und noch ein bisschen was mit dem Schild weggemacht. Ah ja, war klar, oder? Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Okay. Alter, ist im Buch. Den Schild kannst du gleich mal lassen. Glaube ich, ganz gut durchrasiert. Karte, also Karte. Sicherheitskarte wird erfasst. Yep. Oh. Scheiß, bin ich erschrocken. Es läuft doch wieder. So, let's go. Also da haben wir uns gut ausgetobt. Gehen wir mal zurück und dann kommen wir jetzt zum letzten. Müsste hier auch gleich irgendwie da drüben offen sein. Naja, sieht ja was. Comes even with money. Jetzt hier sind wir vorhin nicht hingekommen. Jetzt zum Aufsammeln. Hier rein. Bitte von uns. Hallo, ich bin Dr. Terence Kine. Wissen Sie doch, wir haben auf der Welle gesprochen. Wenn Sie es wirklich sind, lassen Sie mich rein. Ich muss den Knoten hinter Ihnen zerstören. Noch nicht? Wenn Sie mit dem Shuttle fliehen, bringen Sie uns alle um. Als Sie den Marker von Aegis 7 brachten, wurde das Wesen im Kern des Planeten geweckt. Was zur Hölle ist das? What the fuck, man? Mercer nennt das Kollektiv. Ein Nexus-Organismus, der diese Necromorphs telepathisch steuert. Wenn wir gehen, während das Kollektiv aktiv ist. Tja, Sie haben die Valeria ja gesehen. Wenn nur ein Necromorph entkommt, ist die Menschheit am Ende. Aber der Marker. Amelia wusste es. Sie sagte, er würde die Bestie wieder in den Schlaf versetzen. Okay, wenn wir den Marker nach Aegis 7 zurückbringen, wird der Ausbruch gestoppt? Genau. Aber wir müssen ihn mit dem Shuttle zum Planeten bringen. Sie haben einen Singularitätskern. Ich kann sie durchlassen. Was sagen Sie dazu? Klingt scheiße. Wenn wir es so beenden können, dir. Wunderbar. Ich kann Mercer ablenken, aber nicht lange. Bringen Sie den Marker zur Shuttle-Rampe. Schnell! Danke, Mr. Clark. Dass ich meine Fehler wieder gut machen konnte. Mal abwarten, Kollege. So, nach dem Gespräch hier findet ihr auch gleich wieder einen Marker.
Ja, natürlich plündern wir erstmal hier den Mob. Freigabe bestätigt. So, und zwar, wenn ihr dann hier durch die Tür geht, hier hinten ist der, neben diesem Textblock hier auf diesem Tisch. Wie gesagt, ich habe ihn schon, aber hier würde er liegen. Nur, dass ihr es auch wisst, und man macht jetzt. So. Das wäre dann Marker Nummer 11 für euch. Dann fehlt uns danach nur noch einer und der ist nicht so schwer, Bruder. Gott, das ist nicht getroffen, Alter. Fuck, Alter. Kommt er da ohne ein Wort um die Ecken? Geht nichts. Also, wir müssen ja. Ja, macht Sinn. Wir sind einfach wieder zurück, ne? Let's go. Kanone. Das Ding kaputt. Das bedeutet, wir können hier wieder runterfahren. Jetzt ist time to move that marker. Gefährliche Anomalie registriert. Ah, ja. Quarantäne wurde aktiviert. Wenn wir uns jetzt erstmal eindecken. Freigabe bestätigt. Kurva! Voll daneben geballert. Was ist das? Hab mir schlimmer vorgestellt. Quarantine. Post. Okay. Wir müssen ja den Marker bewegen, das bedeutet. Ich war ganz schnell wieder weg von dem Ding. Jetzt rübergebracht, der Shit. Sie haben ihn. Installieren Sie jetzt den Singularitätskern im Shuttle. Ich helfe Ihnen, den Marker zu verladen. Wow! Attackenkörperspektrum, Beeilung! Vergessen, hier ist schon einiges. So. Singularitätskern. Installieren. Voll wasted, aber ist egal. Weiter hier. Singularitätskern ersetzt. Testzündung der Shuttle-Triebwerke, um die Installation der Hardware abzuschließen. Also, machen wir dem Kollegen mal ein Ende hier, unserem, ihr wisst es, unserem, diesem Hunter. Ja, ich glaube, ihr habt ihn schon gehört. Testzündung, hier macht er die, ne? Trickst mich nicht! So, Leute. Folgendermaßen. Arschloch, hat er geschrien, gleich gehört. Okay, Leute. Eigentlich ganz easy. Unser Freund wird jetzt hier gleich auftauchen. Ah, da kommt nochmal der Kollege. Der Typ liegt jetzt genau bei der Düse und wird sich jetzt regeneraten. Wir haben ihn auch noch mit Stasi verlangsamt. Ihr geht hierher, fährt drauf und machen wir dem Kollegen mal einen Abgang. Ist aber einer Ronaldo-mäßig jetzt in meine Richtung gelangt. Da wollt ihr euch vielleicht anschauen, wie der kapiert. So. Flawless Victory. Also, Kollege ist tot. Scheiße. Den habe ich ganz vergessen. Die Bastard! Erledige ihn. Bring uns die Konvergenz.
mach uns vollkommen! Ey, nur durchgeknallter Irrer! Nein, mir wurde versprochen! Von wem wurde dir was versprochen? Von diesem Fleischberg oder was? Okay, wir sind wieder back. Ja. Mr. Clark! Mr. Clark, komm! Mhm. Verdammtes Schiff! Sie leben, Altman. Altman kann auch zur Hölle fahren, Kendra! Annie, aber jeder Alarm auf der Ishimura ist losgegangen. Kritische Schäden an den internen Systemen. Der Marker hat das Schiff durchbrochen. Irgendetwas zog ihn in den Frachtraum. Kein! Fliegen Sie das Shuttle zum Hangar. Ich suche den Marker. Natürlich. Amelia, schnell! Warte, Dr. Kein? Der Captain ist tot wegen diesem Irren. Wir können ihm nicht trauen, wenn es um den Marker geht. Er sagt, dass er zurück auf den Planeten muss, um es zu beenden. Wir müssen es versuchen. Bin unterwegs zum Frachtraum. Ping Nicole an und sag ihr, wohin sie gehen soll. Überlass das mir. Danke. Wenn ich den Marker habe, kommen wir alle hier raus. So, jetzt mal durchladen, ihr Mosch. Kapitel 10 erledigt. Tag der Abrechnung ist durch. Wir sehen uns im nächsten Kapitel. Offene Wege. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge Dead Space Remake.